Hallo, wie ihr gesehen habt, bin ich momentan in Schweden. Um genau zu sein, bin ich in Norrköping oder wie immer man das auch ausspricht. Wir haben hier Verwandte, deswegen sind wir hier für eine längere Zeit. Und ja, ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Wir gehen jetzt heute in die Stadt. Oh, ihr seht mich nicht mehr so. Gehen jetzt in die Stadt und ich wollte euch mal die Stadt so ein bisschen zeigen und euch mitnehmen beim Shoppen. Und ja, viel Spaß. Also, wir sind jetzt hier in der Stadt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon direkt die Innenstadt ist. Auf jeden Fall ist da gerade so eine richtig schöne Glaskuppel irgendwie. Und dort weiter vorne sind so ganz viele Fahnen. Das sieht ganz schön schön aus. Hier mitten in der Stadt sind einfach mal so Liegestühle auf einem kleinen Fleck Sand. Also richtig chillig. Gemütlich? Ja, irgendwie schon. Voll schön. Wir sind jetzt hier in H&M. H&M kommt ja ursprünglich aus Schweden. Und ich zeige euch mal so ein bisschen, was hier ist. Also hier ist die Home-Abteilung. Die Soaps. Hier sind so ganze Schminke. Oha, L'Oreal. Made in New York im H&M. Also alle Marken. Fängt dann die Klamottenabteilung an. Party people. Okay, wir sind jetzt gerade in so einem Café. Ich glaube, wir haben für heute genug geshoppt. Ich habe mir jetzt, es ist so laut. Ich glaube, ich habe mir jetzt nicht so viel, also ich habe mir jetzt nicht so viele Sachen gekauft. Aber ja, das ist auch gerade mal der erste Tag und wir werden noch öfters in die Stadt gehen. Und da will ich jetzt nicht auf einmal so ganz viel kaufen und das schon später bereuen. So, wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben jetzt noch nicht so viel von Schweden an sich geguckt und ich werde beobachtet. Und ja, also wir haben nicht so viel von Schweden an sich gesehen, weil da in den, wo wir waren, die waren jetzt alle in so einem Einkaufszentrum. Also wir waren jetzt nur in einem Einkaufszentrum und das waren sehr viele Läden. Also ich war in sehr viele, die ich schon immer mal besticken wollte. Zum Beispiel Cubus und Monkey und ja, das waren coole Läden und ich habe mir schon sehr geile Sachen gekauft. Also ich habe so ein paar Schuhe geholt und die sind einfach so unglaublich geil und ich freue mich so, euch die Sachen zu zeigen, aber ich werde euch die Sachen zeigen. Habe ich gesagt, dass du mich finden sollst? Ich werde euch die Sachen zeigen, sobald ich ja, am Ende des Urlaubs, wenn ich alle Sachen habe und es ist
komisch, glaube ich, mit so einer fetten Kamera durch die Stadt zu gehen. Und dann beobachten einen immer alle. Okay, gut.